Intelligent. Kraftvoll. Mutig. Und ein großes Herz. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht's ran an den Schlitten von Tugo. Heute geht's ran an einen Hundeschlitten und zwar vom Filmchen Tugo. Tugo kommt am 24. März diesen Monat ins Kino und der Film ist mir so ins Auge gesprungen, weil er mich einfach an einen Kindheitsfilm erinnert. Vielleicht kennt ihr ja noch Boito. Boito ist eine Zeichentrick-Verfilmung, sag ich mal, von der gleichen Geschichte. Da haben sie mehrere Teile und sowas gemacht. Anfang 2000, ne? Vielleicht kennt ihr ja den Filmchen. Naja, jedenfalls ist das so eine Kindheitserinnerung für mich, wo ich mir denke, so, hey, da machen wir einfach mal einen Hundeschlitten. Dass wir, sage ich mal, hier so vielleicht den Film auch nachspielen könnt. Jetzt könnt ihr mal oben in der Infokarte abstimmen, ob ihr, sage ich mal, Lust hättet auf so eine kleine Kurzfassung von dem Film in Minecraft-Version. Dann wäre das so das nächste Filmprojekt, woran ich mich dann setzen würde mit meinen Leuten. Na, das könnt ihr mal wieder mitbestimmen. Aber ich würde sagen, wir basteln uns jetzt erstmal den Hundeschlitten von Tugo. Guck mal, hier vorne sitzt der auch. Der kleine Feide. Ja. Für so einen Hundeschlitten braucht man nicht allzu viel. Wir holen uns einfach mal ein paar Zäunchen raus, denn würde ich sagen, Lagerfeuer sind dabei. Denn ein Lesepult, dann holen wir uns auch ein paar Wasserflaschen raus, natürlich für unser Lagerfeuer, um das auszumachen. Dann sollten wir uns ein paar Fichtenfalltüren holen, Eichenfalltüren, denn ein paar Fichtenschilder. Die Farbe oder die Holzart ist ja immer, sage ich mal, jeden selbstbestimmt. Dann holen wir uns noch ein paar Gegenstandsrahmen raus und noch eine Leine. Wir beginnen dann erstmal uns ein Löchlein zu hauen und zwar insgesamt machen wir, würde ich mal sagen, drei Blöcke, schlagen wir weg im Boden. Da setzen wir gleich mal unseren Zaun rein. Zack, wenn wir das gemacht haben, können wir, würde ich mal sagen, vorne auf den ersten zwei Zäunchen unsere Lagerfeuer setzen. Die können wir auch gleich einmal ausmachen. Ne, ist halt so ein bisschen unser Schlitten. Hinten drauf setzen wir dann einmal unser Lesepult. Weiter geht's dann mit unseren Fichtenfalltüren. Eins platzieren wir einmal hier auf der Rückseite hinterm Lesepult und das andere platzieren wir einmal vorne ran an unseren Lagerfeuern. So, dann geht's weiter mit den Eichenfalltüren. Die platzieren wir einmal an den Seiten vom Lesepult. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir unsere Schilder und können die jetzt an den Seiten vom Lagerfeuer einmal platzieren. Nach den Schildern brauchen wir nur noch unseren Gegenstandsrahmen, sag ich mal, hier in unser Lesepult reinzustecken. Und dann setzen wir da noch die Leine rein, ne, zum so ein Festhalten für unseren Hundeschlittenführer. Zu guter Letzt holen wir uns nur noch ein paar Hunde raus. Insgesamt drei Hunde spannen wir uns vorm Schlitten. Die wollen wir natürlich auch gleich noch zähmen. Zack, 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 zack. So, danach haben wir noch eine Aufgabe und zwar müssen wir sie natürlich noch anleihen, aber wir können sie auch, wenn, schon gleich mal erstmal in richtige Stellung schieben. So, wenn wir unsere Runde denn fühlen, vom Schlitten platziert haben, erinnert ihr euch ja noch vielleicht an die Zäune. Die haben wir natürlich hier unten, da wollen wir unsere Runde jetzt anleihen. Den ersten vom Schlitten, den spannen wir natürlich einmal ganz hinten an, den zweiten in der Mitte und den ersten, unseren Leithund, natürlich ganz vorne. Zack, und wenn wir die angespannt haben, können wir das hier wieder zumachen und haben unseren Hundeschlitten fertig. Jetzt kann er losziehen und sein Abenteuer erleben. Natürlich in der richtigen Umgebung, wenn man ihn irgendwie so auf dem Eissee oder sowas platziert, wirkt er natürlich noch besser. Ne, man kann da natürlich noch vielleicht so einen Villager hinten sich platzieren. Ne, das ist ja denn der Schlittenführer. Und vorne hat man seine Hunde. Man kann den Hunden natürlich auch noch das Halsband färben. Ne, und dann habt ihr hier eure eigene Hundestaffel. Und natürlich ist vorne Tugo. Oder ihr nennt ihn Boito. Wie bei der alten Zeichentrickserie, ne? So ein bisschen Nostalgie kann man ja auch mit reinbauen. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Baututorial gefallen. Und nicht vergessen, in der Infokarte abstimmen, weil dann wäre das nächste Projekt, wo wir uns ransetzen. Hätte ich auch eigentlich Lust zu. Ne, so ein schöner Winterfilm noch. Man kann ja nicht sagen, dass wir Frühling oder Sommer schon haben. Von daher würde sowas noch super in die Zeit reinpassen. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann haust rein. Und tschüss.